Das kriegen wir denn. Einen würdigen Gegner. Ah, sowas aber auch. Ein Priester. Das Licht wird den Sieg bringen. Möge das Licht euch verbrennen. Nervotron nervt ihn, genau. Akolyte Schmerzes verschafft uns ein paar Karten und einen Nächtenschlamm brauche ich für die Kombos. Ja, ist doch okay. Brauche ich dann auch erstmal. Möchte was für zweite, dritte Runde. Das ist schon die Kombokarte. Einzige Sache könnte sein, die kriegen nur plus 2, sind also 4, sind also sehr, sehr anfällig gegen den Neruba. Ja, noch besser. Perfekt. kann er den für 3 Mana nicht spielen. Den Kriegsfürsten, der sich selber verletzt. Das ist nämlich ein Kampfschrei. Der kostet 2 Mana mehr. Ja, mein Echo-Schlamm auch. Macht aber nichts. Ich kann den Neruba auch buffen. Und damit töten. Kommt der dunkle Kultist. Okay. Will ich den Akolyt opfern? Einfach nur um eine Karte mehr zu ziehen. Oder will ich meinen schützen? Meine Coin extra. Gucken wir mal, was kommt. Vielleicht kommt jetzt Angriff, Northshire, Clark und dann heilen. Aber kann ich mit Wehens Auserwählter immerhin die Northshire wegmachen. Nice. Schattenwort Schmerz auf den. Das ist okay. Das ist okay. Dann kann er gar nicht heilen. Wehens Auserwählter. Oh, ist auch eine schöne Kombo mit dem Echoschlamm. Aber er will den wegbekommen. So, dann ist der weg. Und meiner lebt. Bordkontrolle steht. Bordkontrolle steht. Schredder. Kann ich meinen nur auf 4 heilen? Olinova. Tricky, tricky, tricky. Wenn ich den opfer, dann habe ich natürlich ganz schön was weggeschmissen. Aber ich kann den Hobgoblin und den Echoschlamm spielen. Krieg keinen Dreierangriff. 2. Oh, Holy Nova. Egal. Ist schon Value. Holy Nova kann auch nur. Ja, doch, er könnte 2 töten. Den Hauptgoblin, der würde durch die Zaubermacht sterben. Und den dann in einen reinrennen. Yes! Yes! Das ist gut. Das ist okay. Das ist okay. 3. Boah. Mach ich das Board sauber? Dann müsste ich die Holy Nova dafür verwenden. Der kriegt eh Ansturm. Ich kann das Board auch so clearen. Oh, das Value, was ich aus denen rauskriege. Okay. Der macht die. Den größeren kaputt. Der macht den kaputt. Der Hauptproblem muss leben. Okay. Nächste Runde kann ich schön heilen und inneres Feuer Gas geben. Einzige, was mir richtig gefährlich werden könnte. Mein Hobgoblin übernommen. Penner. Ist meiner. Da kommt der nächste. Okay, aber den hebe ich mir natürlich jetzt auf. Wobei, ich kann ja den tö... 4.
Mehr Schmerzen. Hat sie schon mal eine Karte? Okay, das ist sogar Combo. Kann ich nächste Runde machen. Und dann heile ich einfach meine Leute hoch. Diese Runde nur. Ich heile meine nur hoch, diese Runde. Das sieht gut aus. Nächste Runde kann ich den anderen Hobgoblin spielen mit der Flugmaschine. Inneres Feuer haben wir auch noch. Wir können den auch noch hochheilen, den Gnomregan-Typen. Was soll denn jetzt noch kommen? Doppel-Mech-Warper. Photon kostenlos und Schild. Das ist nicht schlimm. Kriege ich runter. Bringt ihm nicht viel. Leben. Und inneres Feuer, Schild. Okay. So. Göttlicher Wille. Oh, ich habe nur nichts. Da kann ich für die Flugmaschine benutzen. Kann ich aber für die Flugmaschine benutzen. Okay. Ich müsste den mit einem öffnen und mit zwei Dreiern angreifen. Der macht am wenigsten Schaden, dann den Tank dafür. Und erst nochmal eine Karte ziehen. Okay. Hobgoblin. Flugmaschine. Und ich heile meinen Tank. Weil da muss er mit zwei Minuten angreifen, um da durchzukommen. Boah, wenn die Flugmaschine überlebt, ist schon edel. Macht er wahrscheinlich kaputt. Nein! Ah, schön. Ah, die wird ja dann überleben. Die Flugmaschine wird doch dann überleben. Außer er hat einen Rekombulator, um die umzuwandeln. Auf drei runter. Ach, wir haben Mana genug. Ich kann die heilen, ich kann der Schild geben, dann ist die auf... Ah, scheiße. Okay. Aber das bin ich zwar nicht gedacht. Kultist. Der wird nicht gebufft. Also die Lichtwächterin wird gebufft. Die wird schon mal gebufft. Die anderen stärker machen. Lichtwächterin. Ich will nur nicht, dass er den schnell kaputt macht. Aber ich nehme halt einen von denen. Um jetzt was bei ihm kaputt zu machen. Nova. Fünf Schaden. Wenn ich ihn vorher heile, greife ich ihn an, ist er bei drei. Opfer noch was. Den kann ich auch angreifen. Und kann dann die Holy Nova spielen. Und dann muss ich wahrscheinlich den Hobgoblin opfern. Ja, muss ich den Hobgoblin leider opfern. Ich verstehe ihn nicht opfern. Kann. Ja, egal. So. Ja, Schattenwort tot auf die. Das ist noch okay. Die anderen heile ich dann hoch. Ritzelmeister kriegt der andere weg. Hast keinen mehr? Okay. Auf 5.
Auf 10. So, jetzt kann er nicht mal mehr mit dem dunklen Wahnsinn was machen. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Naja, auch eine Gedankenkontrolle wird auch nichts mehr bringen. Lichtbombe könnte noch was bringen. Nein! Yes! Yes! Edel. Edel. Direkt die nächste Runde mit dem Ding. Hat läuft, wa? Ah! Gute alte Hobgoblin. Als Priester so stark mit den Kombokarten. Und durch den Schild und die Northshire und den Akolyten ist eigentlich genug Card Draw drin. Okay. Wie viel Kampfschrei hat ein Magier? Hat er eigentlich, ja. Der, wenn er ein Mech ist, auf jeden Fall sein Goblin. Auf jeden Fall sein Goblin. Ah, immer so teure Karten hier. Hallo. Nein, okay. Ich habe eigentlich nicht so viel ein. Die einzige Ein-Mana-Kreatur ist der. Ist die Northshire Clark. Wird eh bei einem Magier durch den Frostblitz getötet. Schnell. Aber der nicht hier. Als nächstes auf jeden Fall. Oh, okay. Doch, die Flammenkanone. Na gut. Ist die schon mal weg. Kann ich ja Akolyten spielen. Die meisten Mechs sind ja am Anfang. Obwohl, nee, für 3 Mana der 3-4 Mech. Ist halt so. Ziehe ich aber immer noch eine Karte. Mindestens eine. Geheimnis. Ah, dann ist das Spiegelgestalt. Dann soll ich mir gut überlegen, was ich mache. Flugmaschine. Kann ich mir direkt eine Karte ziehen von. Und ich glaube kaum, dass er die buffen kann. Mehr Schmerzen. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Und ich sehe schon den übelsten Zug nächste Runde, nämlich Echo-Schlamm und Wählens Auserwählter. Ja, inneres Feuer auf die Flugmaschine ist auch brutal. Auf Goblin ist auch geil. Okay, mit dem 3-6er habe ich... Er nervt natürlich ein bisschen. Ich kann auf jeden Fall noch eine Karte ziehen. Das machen wir auch. Schön Card Draw. 3. Ich kann den Hobgoblin aber auch nächste Runde machen. Und dann zum Beispiel mit dem Spott. Und der Echo-Schlamm, der würde ihn jetzt ganz schön nerven. Kann ich denn jetzt was für 4 Mana spielen? Also inneres Feuer, die Flugmaschine. Kann seine Flugmaschine wegmachen. Ins Face. Ich frage mich, ob... Ich mach das mit dem Echo-Schlamm, weil das so stark ist, die Kombo. Einfach mit dem ins Face. 2, 3, 6er und beide haben Zaubermacht. So schnell wie möglich was Größeres rausholen hier, bevor der Flammenstoß kommt. Hat er gecoint? Ich glaub nicht. Ja, gib mir noch eine Karte. Gerne. 2 Hobgoblins. Na, die Karte war natürlich auch nochmal praktisch. Ja, vor der Flugmaschine hat er am meisten Angst. Das ist ja witzig. Mit dem Windzorn, ja? Hab nur keinen Spotter. Ein schönes Portal. Würde ich ja machen, bevor ich irgendwie angreife. Um zu gucken, was da rauskommt. Und da friert noch einen ein.
Okay. Der Kackwagen. Ja gut, den kriege ich auch so weg. Theoretisch. Holy Nova. Alter Falter. Okay, wenn ich angreife, friere ich den ein. Aber bei mir lebt alles. Das innere Feuer hebe ich mir dann aber auf. Ja. Oh, nice. Schön gecleared. Und wieder hochgeheilt. Ja, ist das Beste. Ich verliere am wenigsten Sachen dann. Aber ich glaube, ich befürchte, er hat Coin und... Nee, Bombenwerfer. 4 Schaden, das geht noch. Da ist die Coin und der schießt einen kaputt. Andere ist eingefroren. Hä. Na gut, aber den Bombenwerfer, dann mache ich jetzt Hobgoblin-Action. Müssen uns nur überlegen... Heilung und Karten ziehen. Ich muss mir nur überlegen, wenn ich das mache... wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Flammenstoß machen. Aber ich habe noch einen Hobgoblin, also das wäre nicht so tragisch. Allerdings könnte ich dann keine Karte mehr ziehen. Um den wegzukriegen. Aber ich kann auch noch später das machen. Der überlebt. Der kriegt. Der ist dann 6. Nee, der überlebt nicht. Das innere Feuer verschwinden. Nee, komm. Ich möchte den Flammenstoß eigentlich schon irgendwie heraufbeschwören. Warten wir natürlich mit dem Rest. Das Gute ist, die Us bleibt am Leben. Die könnte ich zum Beispiel auch mit der Klerikerin heilen. So, jetzt Flammenstoß. Nee, ein Geheimnis. Okay. Feuerball auf den Hobgoblin. Ich muss natürlich überlegen, was ich auch ausspiele jetzt. Klerikerin kann ich ihm schenken. Die kann ich kaputt machen selber. Die kann ich selber kaputt machen. Inneres Feuer. 3, 5. Alles ein bisschen gefährlich. Ich will das Board nicht zu doll... füllen. Der macht schon Sinn zu heilen. Gnomeregan. Akolyt ist auch... Er hat keinen Flammenstoß bis jetzt gespielt eigentlich, ne? Er hat bis jetzt keinen Flammenstoß gespielt. Komm, geben wir mal einen Grund, einen Flammenstoß zu spielen. Das macht schon richtig Druck. Wenn er jetzt einen Flammenstoß macht, überlebt auf jeden Fall die Us. Und kriegt auch nochmal wieder plus Leben. Und zweiter Feuerball weg. Okay, er hat keinen Flammenstoß. Noch ein Geheimnis. Ist er nicht schon tot? Nee, ein Schaden fehlt. Ein Schaden fehlt. Ob das reicht. Ach so, falls er vaporisieren hat. Nee. Guck mal hier, der. Der ist auch geil. Zack. 3-5 Akolyt. Oh, dieses Deck. Dieses Deck. Es rechnet einfach gar keiner damit, ey. Boah, ist das geil. Das bockt richtig. Ja, cool. Ich zeig auch mal eben die Deckliste. In der Sammlung. Von dem Hauptpriest. Also total überschaubar und relativ einfach. Also inneres Feuer. Ja, nicht eine Standardkarte, aber eben eine Kamm. Also relativ einfach zu bauen. Machtwort Schild ist eine Standardkarte. Klerikerin ist eine Standardkarte. Okay, die Lichtwächterin sind 2 Rares gewesen. Göttlicher Wille. 2 Standardkarten. Der Echo-Schlamm, den hat jeder, der Naxxramas gespielt hat. Der Nerfothron. Eine Kamm aus Goblins vs. Gnomes. GVG,
Hat fast jeder eigentlich, der Typ ist zu gut. Netzfürste in Iruwa, okay, vielleicht haben den einige kaputt gemacht, aber der hat in diesem Deck halt nur einen Nachteil und das ist die Us, weil die ist die einzige, die den Kampfschrei hat. Aber ansonsten müsst ihr mal gucken in euren Decks, wie viele Kreaturen von euch einen Kampfschrei haben oder sowas. Und so viele versuchen den ganz schnell kaputt zu machen, aber 4 Leben ist in der zweiten Runde schon ziemlich viel für die meisten. Dass sie den nicht wegkriegen. Und als Priester heilst du den einfach immer weiter, weiter hoch. Und der ist einfach nur, um dir ein bisschen Zeit zu verschaffen für deine Kreaturen. Damit die Gegner nicht zu starke rausbringen. Und dann kannst du ja immer noch dann eben schnell mit göttlicher Wille, inneres Feuerschild, deine kleinen hochpushen und hast eben die Anfangszeit überstanden. Wens Auserwählter hat man gerade im letzten Match gesehen mit dem Echo-Schlamm. Was das für eine Kombination ist in der fünften Runde. Das Value, was man da rauskriegt, die beiden sind so stark und der Zauberschaden. 4 Schaden auf alles, wenn man eine Holy Nova spielt. Der Akolyt des Schmerzes, um noch mehr Card Draw zu haben. Dunkler Kultist, einfach weil der einen guten, soliden Body hat mit seinem 3-Mana 3-4. Der normalerweise ja hat man als Priester, spielt man nicht so viel aus. Und dann wird der oftmals, finde ich, schnell getötet, ohne dass er einen Effekt hat. Das hat man im ersten Spiel gesehen gegen den anderen Priester. Aber hier hat man andere Minions schon auf dem Feld, also gehen die 3 Leben ganz oft nicht verloren. Also der passt eher in Aggro-Deck, finde ich, als in Control-Deck. Und diese plus 3 Leben sind natürlich nochmal geil mit dem, in Kombination mit Schild, göttlicher Wille, inneres Feuer. Flugmaschine hat man auch gesehen, die erzeugt auch Aggro auf jeden Fall. Die haben so Angst vor dem Windzorn, dass die da direkt drauf gehen. Hobgoblin ist gar keine Frage, um den dreht sich das Deck. Ja gut, der ist aber die einzige epische Karte, die man halt am besten zweimal haben sollte. Soldat von Gnome Regan ist auch eine Kamm aus GVG, genau. Und Heilige Nova ist auch eine Standardkarte. Also das Deck ist im Dust bei um die 1000 um den Dreh. Finde ich schon ziemlich geil, das Value dafür. Das war's.